Ist da tatsächlich drin? Ja, du gehst dann auf das Lexikon, ne? Suchst dir ein Monster aus, was du haben willst. Ich habe mir jetzt hier diesen Basarius ausgesucht. Ja, dann gehst du mit ZR 1 rüber. Dann steht der Habit Rückzug und dann drückst du einfach X, dann schickt er dich direkt dahin. Ja, cool. Ja, der ist wahrscheinlich hier wieder so ein Steinhaufen. Ja, der springt auch automatisch auf dich zu, wenn er dich sieht. So wie der. Ja, aber die kennst du ja, weil die keinen Moos haben. So, dann gehen wir mal lieber auf den Hammer. Ah, ich weiß, der war. Was war der Technik, glaube ich, ne? Glaube ich zumindest. Ja, gut. Komm, dann können wir nochmal auf den Brustkopf gehen. Komm. Die brennende Explosion. Das ist ärgerlich, dass meiner da also das brennende Explosionsding macht. Ja. Wobei geht der noch voll. Ja, und die sind ja dunkelgrau, ne? Okay, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber. So, mal gucken, was könnte ich denn jetzt hier leben? Schlag ein Gegnerziel mit Gift oder Lähmung erleiden mehr Schaden. Ach, okay. Also müsste ich vorher vergiften und dann wird noch mehr Schaden machen. Das ist jetzt ziemlich cool eigentlich. So erzähle ich auf mich, ne? Go right on. Direkt mal drauf. Ich habe so einen noch gar nicht gefangen. Ich könnte ja auch eigentlich noch einen Farbball werfen. Oh, der hält ja ordentlich auch was aus. Ich habe das Blatt gebrochen. Was habe ich denn? 5 Farbbälle, alles klar. Den Farbball kann ich auch auf ein bestimmtes Teil werfen, alles klar. Geht der Schaden dadurch? Eisige Explosion. Right on. Nice. Süd. Und es zieht sich auch zurück. Hey. Ich glaube, der konnte buddeln, ne? Ja. Ich meine, dass der und der Barriot das konnten. Ja. So. Basarius. Kannst du sofort sagen, Monster. Weil ich ja gerade hier dran bin.
Ja, Tunnel graben. Drücke B, um ein Loch im Boden zu buddeln. Nimm das mal mit. Also hier lag auch nichts mehr. Also direkt hier zum Ei. Ich glaube, den opfer ich nicht, den Basarios hier. Der ist richtig gut. Der hat einfach schon 3 Bingos von sich selber aus, ne? Tja. Das Potenzial. Der leuchtet. Puh, ganz schön miefig, oder? Und es wiegt auch noch ein bisschen was. Ah, komm, Risiko. Aber ja klar, dass ich jetzt hier nichts krieg. Komm jetzt aber. Oh, das leuchtet schon ziemlich krass. Ich glaube, das nehme ich mit. Ist ja kein seltener Bau, ne? Ich glaube, ich besiege noch einen zweiten. Dann müsste ich ja eigentlich ein bisschen was an Materialien zusammen haben für den. Steine. Oh, das ist. Kronkorken, ich Kronkorken einsammeln. Ja, warum nicht, ne? Ah, das ist einer. Hallo, hallo, hallo. Erstmal das Monster wechseln. Komm, lass mal den Lutrot kämpfen hier. Ich weiß gar nicht, was ich meinen Lootrot noch geben soll. Gefallen. Und nach rechts. Blau mit den Stärke auf jeden Fall. Hast du dann Bingo, ein doppeltes. Jetzt war der sauer, jetzt hat der. Jetzt greift er, glaube ich, blau an, ne? Was, blau? Ich glaube schon. So, mal gucken. Da ist es nicht so gut, das eine ist schon gebrochen. Da gucken wir mal den Kopf. Boah, sieht nicht so aus. Nee. Was bleibt denn da noch übrig? Kopf nicht. Okay. Der Schwanz. Geht doch auf Rot. Hm.
brauchen wir? Blau, 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 blau. Da. Das ist ja ganz schön mal ran, mal. Echt? Nee, ich habe schon ein neues Monster gefunden. So. Ja, gut, auf den Schwanz ist er eh immer mit dem Schwert am besten. Also dass die Monster Hunter Vorwissen auf jeden Fall schon brauchbar. Was? Inferno Guns? Nice, durch Verbrennung gestorben. Frech. Ach, oh, der ist ganz schön mehr sauer. Egal. Teil zerbrochen. Oh, der Kopf. Oh nein, mein Raptor ist auch tot. Nur noch ein Herz. Das Reitmanöver wieder auf den Kopf. Ja, überlebt. Frech. Lala. Und Giftbeutel, alles klar. Das sah gut aus. So, dann suchen wir mal den anderen da. Da, Yingying irgendwas. Bricht den Kopf, wenn es erzürnt ist, um die Rückzugsrate zu erhöhen. Alles klar. Mhm. So, das ist auch irgendwo ein Alcala. Alles klar. Nach dem Tal. Ja, die Frage, wo der hier rumläuft. Oder eher abends? Kann das sein, dass sich die Monster verändern, wenn man abends unterwegs ist? Nö, da steht immer noch König Ludrot, alles klar. Aber warte, wenn der erkundet steht, dann habe ich das schon vollständig, ne? Ja. Du hast ja schon alle Kronkorken geholt, okay. Dann können wir da wieder rausgehen. Mal so ein Monsterbau, vielleicht läuft das Vieh hier rum. Also ich noch Kuropeko. Ja. Hm.
Pflanzenfresserviecher hier. Hm. Oh, da vorne ist auch was Großes. Ach, das ist doch. Ja, den habe ich eben gebraucht. Hm. Also jetzt hier bei dem zweiten Monster, da hat er mich einfach ins große Tal geworfen. Ja. Also hier habe ich jetzt keinen wirklichen Bezugspunkt, das Monster zu finden. Göttlicher Kabuto. Hm. Schläft ein Monster drin? Hm. Ich sehe es nicht. Hm. So. Und? Oh ja. Enyagi. Hm. Naja. Es wiegt 100% normal. Ja, die habe ich durch eine Truhe gefunden. Hm. Hm. Ja, ich hatte auch den einen Bogen mal gefunden. Ich glaube, 30 Minuten später, nachdem ich mir den gebaut hatte. Nein. Das ist ja fies. Ja gut, verkaufst du danach und gut ist, ne? Hm. Oh. Hm. Ja klasse, das ist halt eine Riesenkarte hier, ne? Hm. Jetzt bin ich wieder im Gebiet. Er sagt ja schon im Tal. Oder? Bitte das Lexika nochmal. Nee, Alcala einfach nur. Alles klar. Also bitte, könnt ihr überall sein. Akala ist halt nicht gerade klein, ne? Wobei, vielleicht ist, ja, wobei in der Höhle, wo ich drin war, gerade eben da. Ich kann nicht rüber schwimmen. Hm. Ja, hier rüber laufen. Oh, der kann da nicht drauf springen, alles klar. Hm. Ah, hier kann ich runter, ne? Ja, okay. Wechseln. Oh, da vorne. Oh ne, ist auch wieder so ein blaues Vieh. Ach ja, okay. So eine einzelne Monstersuche, ja. Das ist schon. Dieses Monster gewechselt. Warum kann ich ein Monster einfach alles? Ja, das wäre doch langweilig. Nein. Das wäre
das Supermonster. Hm. Ja, du kannst ja einen Drachenältesten finden. Mal im Spiel, vielleicht kann der ja das. Hm. Und? Ja, das ist nur ein Lutrottier. Hm. Also ich gehe jetzt auf Lexika und dann sagen wir jetzt zum Beispiel, ich möchte einen. Ja, dann drückst du ZR. Nochmal. Noch. Nee, du. Hä? Nee, geh nochmal zurück. Also, aber Zurückschutz aus dem Menü da. B. Monster. Ja, genau darauf. Jetzt geht's auf das Monster und dann einmal ZR. Ja. Und da X, Alcala. Ja. Der hat auch einfach nur in Alcala. Hm. Und Alcala ist halt groß. Was ist doof. Also bei den anderen hat er mich in das Gebiet geschickt. Ja, da habe ich die halt direkt gefunden. Aber jetzt hier halt in den Tal. Ja, läuft halt ziemlich viel rum. Ja. Okay, aber dann kann ich das ja mal anders austesten, wenn ich jetzt hier drauf bin. Aber das sah ja auch cool aus. Wenn man hier drauf geht. Und dann die. Na, zu schnell weg. Ja. Jugendliche Form. 7 geschlüpfte Eier, wow. 14, ne? Ja, ja, ja. Also ich nehme über die kleine Form, dann sehen die wenigstens niedlich aus. So, also immer noch im Tal, okay. Hm. Hm. Und dem kann ich das nicht machen. Oh, da hinten ist ein Truhe. Hm. Tick, tick, tick. Schutz plus 2. Hm. Aber am süßesten finde ich das irgendwie immer noch bei Anyata, wenn er so klein ist. Hm. Ach, das ist ja doch, das geht ja weg. Ach man. Tja. Da macht nix. Gut. Also Nanyata brauche ich auf jeden Fall auch noch, weil ich da noch nicht alle Gene voll habe. Oh, jetzt war noch Zeit. Hm. Mal ein gutes Ei bekommen. Hm. Sagt er, dass er hier irgendwo den Wald sah? Hm. Sonne an 1, wow. Den ich schon nicht erkundet habe. Große Lie. Ah, nicht ab. Nein, komm, ich will hier eigentlich. Ah, das ist die Spinne. Hm. Das ist doch der hier, ne? Das ist ein blauer, ne? Das ist nicht das Monster, ne? Hm. Ich will jetzt in der Zeit noch ganz schnell das Ei holen, oder? Wollte ich ja rausgehen. Hm. Lutrotz. Hm. Kann man eigentlich fliehen, ja, ne? Ja. Okay. Hab ich da irgendeinen Nachteil durch eigentlich? Das ist jetzt so kein festgestellt. Okay. Ja, ich glaube, der Nachteil ist einfach, dass du nicht die Materialien hast und nicht die Erfahrungspunkte, ne? Ja gut, das ist ja sowieso. Ja. So, noch ein paar Kronen gucken. Können wir den noch mitnehmen? Oh, die große Jaggis unter sich. Hm. Ein Lutrott, alles klar. Hm.
Nein! Ich würde auch schnell das Ei klauen. Ludrot, du warst. Ab. Jo. Ich wollte schon einen dabei. Dann gucken wir mal, ob wir dich vergiftet kriegen. Ja, hat direkt funktioniert. So, dann gehen wir auf diesen Hammer. Ach, der war ja ein guter Gegner. Okay, egal. Na gut, das ist halt eh schon besiegt. Wow. So viel aushalten tut er ja nicht, der Kujote. Oh, jetzt ist er sauer. Nein. Was hat er jetzt nur vor? Okay, das ist nicht ähnlich, aber das ist eigentlich schon egal. Ja, der sauer ist gut, der hat voll Kraft an dem Stoff. Okay, grün. Miniata. Tod durch Gift. Miniata war rot, ne? Ja. Attacke. Und, na, schade, kein seltenes Ei. Hatte ich den Bonus noch? Ne, hatte ich eh nicht mehr, okay. Die ganze Zeit mit Geschwindigkeit an. Was ärgerst du mit Geschwindigkeit an? Ja. Ja. Tja. Umgeskillt, ja. Das dachte ich mir gerade auch. So, nee, der ist einfach nur rot bei uns, aber greift mit Geschwindigkeit, glaube ich, extern an. Also wenn er dir nicht gehört. Ja gut, bei mir greift er euch auch manchmal an mit Geschwindigkeit oder Geschick. Ja. Ne. Okay, kannst du hier durchschwimmen, alles klar. Sehr hoch. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich dieses Monster nicht finde. Um meine Waffe zu verbessern. Ich habe irgendwie Angst, dass die Idee mit seiner Eisattacke voll killt. Aber der hat, glaube ich, Wasser als Schwäche. Schwäche. Ja, okay. Nein. Oh, jetzt bin ich in den Kopf geraten. Objekte. Ich habe zu viele Sachen. Wo ist er? Da oben. Vorbei, Flieg und Sieg. Oh, ist er nicht stark genug dafür? Grün. Alles klar. Ach nein, grün. Stimmt, rot. Weiter. Hier. Ach, er darf mit Blau an. Alles klar, der Kleine darf mit Blau an, der Große mit Rot. Gut zu wissen. Maniata wurde besiegt. Und er steht nicht schon mal auf. Nein. Kein Ei für mich. Doppelangriff. Aber ein Seltener. So, gucken wir mal, ob ich dir noch irgendwas verbessere. Ja, doch, ich kann mir die Rüstung jetzt wenigstens machen.
das Dorf. Rott. Rotter. Oh, hier schläft eine Spinne. Das ist einer an Jota. Das ist irgendein anderes. Das ist wieder ein anderer Jota. Pass auf. So, oh, ja, die Spinne ist aufgewacht. Lau. 90 Schwerter sind. Scheiße. Ja. Vasarius, da ist er doch. Oh, das war eigentlich ganz gute Sache. Oh, die Spinne greift mit Technik an, das ist schon mal sehr gut. Dann Anjata. Akurubeko. Oh. Ja, ich hab vergessen. Na, Diana, das sieht nicht fit aus. Oder? Ja, ich muss doch den heißen Nebel hier spielen. Den heißen Nebel, alles klar. Ja, weil die Gegend hier zu kalt ist. Königsheldgott. Oh, der hat einfach. Ich kann aber gucken gehen, mäßig. Weißt du, was ich mich frage? Ob die von einem Nest in ein Nest gehen kann? Gut möglich. Hab ich denn hier. Oh, der hat. Okay, nee, das ist aber. Das ist jetzt einfach ausgeschmissen im Vorfall. Muss ich auch nicht abgeben, eigentlich? Den Kopeko kann ich abgeben. Da würde es mich nicht interessieren. Oder den Jinko. So, was ist das denn hier? Brandsicheres Gen. Zellgänge, okay. Hebt Verbrennung auf. Das ist bestimmt das gleiche, ne? Ja, okay. Ja gut, dann nehmen wir einen von den beiden jetzt hier mal. Oh, das habe ich schon. Nee. Okay. Hat das doch schon. Plopp. So gut, du kannst dann auch noch mal. So. Plus 1, danke. Das wird ein interessanter Bau. Wenn er schon so anfängt. Hast ein bisschen Platz. Noch ein Level, da geht der auch gut dazu. So, machst du den halt auch dabei. Kein Schild, würde das verbessern? Nö. Es würde einfach nur hier ein Slot geben. Okay, was damit? Wäre auch einfach nur eins mehr. Ich könnte das aber ersetzen. Der gar nichts, das ist ja nicht Kraft. Der Geschwindigkeit. Okay, nee, das war nichts. Auch Technik und auch nichts. Okay. Ah, hier hab ich den. Okay, was soll das denn? Block gehen? Nee. Härtungsgen. Da habe ich Überspannung. Hey. Kann ich auch für andere Sachen aufheben. Ich brauche auch eher so ein Laufding, oder?
Okay, naja. Gucken wir noch die Rüstung und dann könnte man ja auch weiterlaufen. Hm. So, ich will auf jeden Fall die Rüstung hier machen. Super interessant, dass hier einfach drei Truhen aufeinander hängen. So, ausrüsten. Waffen verbessern. Ja, da fehlt mir der hier, den habe ich nicht gefunden. Ja, stimmt, da fehlt mir auch der. Du kannst es aber trotzdem, ne? Was denn? Wenn du unten die Materialanzahl erreichst, dann ist es egal, ob du da eins nicht gefunden hast oder nicht. Ja, aber mir fehlen halt oben die Materialien. Ich brauche 6 Punkte und ich habe einen. Okay, ja, aber ne, auch wenn der eins mit Fragezeichen ist, das ist egal. Ja, das war mir klar, aber mir fehlen halt die Materialien, warum ich das Monster gesucht habe, weil ich nur eine Schuppe habe. Und der bringt mir so einen Punkt, ich brauche halt mehr Punkte. Aber ich kann immerhin... ernsthaft, ich hätte die ganzen Großbugs doch töten sollen. Was für ein Level geht das denn hoch? Auf Max 53 Stärke. Hätte ich mal machen sollen. Die würden beide auf 1 erst gehen. Hm. Ja, die wären verdammt stark. Hm. Also meine alten Waffen stärker, glaube ich, ne? So, was habt ihr? 36 und so? Hm. Naja. Hm.